dem Monitor, wenn man mich ordentlich sitzen sieht. Wenn man mich ordentlich sitzen sieht, oh, genau in die Sonne. Hier ist kein Monitor. Wir gucken genau in die Sonne. Ah, ich weiß, aber es ist schön hell. Alter. Warum machen die Indianer so? Ja, weil sie so nicht gucken können. Genau. Guten Abend allerseits. Moin. Wir sind heute an den Kiessee gefahren, wo ich mit Robin schon mal Spinnfischen war. Das Gewässer ist eigentlich für uns noch recht neu, weil wir haben damals bloß mal ganz kurz, Viertelstunde, ist an dem Gewässer hier auch noch nicht mal der halbe See abgelaufen. Ist ein Kiessee, ein Baggersee, der wohl einen recht guten Bestand haben soll. Haben schon von einigen Leuten gehört, die hier geangelt haben und richtig gut gefangen haben. Normalerweise ist hier ein übelst hoher Angeldruck, aber heute ist wirklich seltsam, weil es sind gerade mal mit unserer Stelle zwei Stellen besetzt. Ist aber auch Jugendweihe, musst du dazu sagen. Es ist Jugendweihezeit, stimmt. Aber naja. So, jedenfalls, wir wollen es hier versuchen, dieses Wochenende auf Karpfen. Soll doch richtig gute Schleien drin sein, die auch auf Beule gehen angeblich. Wir werden sehen, was passiert. Eben. Wie gesagt, ist vollkommen neu. Wir haben vorhin mal mit dem Deeper drüber gefahren. Also Tiefen haben wir hier so zwischen 2 und 4,50 Meter. Ja, es wird ziemlich steil. Hier vorne, ja, geht es steil runter. Also gehst du gleich auf 2,60 Meter, glaube ich. Richtig, richtig. Das geht hier einen Meter nach dem Strand, geht es gleich runter auf 2,60. Und so ist das ganze Gewässer halt. Aber hier sind auch Tiefen drin, hat mir vorhin jemand noch per Telefon erzählt, von 6 bis 7 Metern, also richtig tief. Ja, ist halt wie alles so, was man bei uns hier in Sachsen kennt, wenn man reinguckt in die Gewässer-App. Hecht, Aal, Zander, Karpfen, Schleie und angeblich soll ja auch Riesenwälze drin sein, aber naja. Wälze ist ja mittlerweile bei uns überall, Wälze ist ja eine richtige Plage geworden. Hoffen wir mal, dass wir keinen dran kriegen, weil ich mag jetzt keinen Wälzfang heute irgendwie. Wir schauen mal, ob morgen noch welche dazukommen. Es ist wohl eventuell geplant, dass da noch 3 dazukommen. Aber wenn das sein sollte, dann werdet ihr das morgen sehen, beziehungsweise jetzt seit dem Anschluss. Lasst euch überraschen dann. So, ich probiere heute mal was Neues. Ich habe mir ein bisschen Partikelmix genommen. Da schneide ich mir jetzt von jedem Beule, den ich so mit habe, 10 Stück rein, mische das durch und haue das dann auf den Futterplatz. Ein bisschen Attraktivität bringen, halt auch nicht der Beule, den ich jetzt auch angle. Mal so nach dem Motto, mal ein Stückchen weiße Schokolade auf braune Schokolade legen. Probieren wir es mal aus, mal sehen, ob es was bringt. Ich denke immer, bis ans Ende jeden Moment los. Mhm. Das ist doch nicht normal. So Leute, meine Mischung ist jetzt fertig. Lukas sagt, das sieht aus wie ein bunter Gemüsesalat. Na, schauen wir mal, ob es was bringt. Werdet's ja sehen. Lippi! Mach Huhu! Genau, Gummistopper, Schlaufe in Schlaufe. Mhm. Was zu viel ist, schneidest du ab. Den Gummistopper ziehst du am besten gleich bis runter, bis zum Knoten. Ah, das ist hier zu lang. Ja. Beißt du das durch? Mhm. Beiß es mal hier durch.
Mach selber. Oh, beiß mich in den Finger. Da beißt mich noch. So, wenn du das einschlafst, ja, im Endeffekt schiebst du die Schlaufe so durch und dann gehst du nur mit dem Haken durch die Schlaufe durch. Der Vorteil ist, siehst du wie eine 8 hier. Mhm. Wenn du wieder raus haben willst, brauchst du was nehmen und auseinander schieben. Ja. Kannst du auch zum Haken wechseln. Das hält auch. Siehst du? Schiebst du auseinander, zack. Einfach die eigentlich einfachste Verbindung, die du machen kannst. Aber wenn du jetzt nochmal einen Wirbel reinmachst, ist Quark. Mhm. Du arbeitest ja nicht mit irgendwelchen Verdrehen, mit Körnern, die es verdrehen können oder irgendwas. Ja. Ja. Die nehme ich eigentlich auch ungern. Das Problem ist, dass die hier, ich kann dir mal andere zeigen. Aber wenn du eine Gummipalle dahinter machst, hast du irgendwie auch die Probleme. Ne? Fiederkorb dran und Feuerwerk. Mhm. Wie viel nimmst du für Gramm? 40. 40 Gramm? Boah, Alter. Du angelst aber schwer. Eigentlich reichen hier locker. Da würde ich die Insel werfen. 20, 30 Gramm reichen hier locker. 40 ist schon fast. Oh, ist egal. Nee, dann mach 40 Gramm. Wenn der Rute das aushält, immer raus damit. Oh, der hat ja noch 40 Gramm. Das ist immer auf Mittel. Das sieht übelst geil aus. Keine 30 Tage frisch rein, oder? Ja. Willst du schlechtes Bier machen? Das ist die Frage. Nee, aber das ist ja doch keine 30 Tage. Nee, aber es kommt doch nur Schaum. Nochmal, das ist nur Scheißgrundlage. Hast du ja von Liquid gekauft, ey, was ist das für ein Dreck? Das sieht aus wie mein Pina Colada hier, warte. Pass auf. Find einen Unterschied. Nee. Du sammelst gerade alles voll, deine ganzen Bier. Oh, nö. Alter. Sollen die nächsten Verbandsgewässer uns jetzt sagen, dass die ganzen Kissen nach Bier stinken? Ja, die Verbande. Ey, das sieht aber auch ein bisschen komisch aus, ne? Ich wollte jetzt hier keine Wichse trinken, Alter. Was hast denn du mir ja verkauft, Alter? Ey, Alter, fahr selber beim nächsten Mal. Alter, die Beutel sind ab. Leider sich schmecken lassen auf den. Macht, ja? Ja. Mit ihrer Hand. Du unterstützt die Hand. Ja. Hätten. Mach ich jetzt, Junge! Ja, fast 12 Kilo. Also. Abpacken weiter abgezogen, bist dabei. 13. So, Moritz, dann zeig uns mal deinen Fisch. Alter. Schön fett. Hat sich doch gelohnt, Wasser. Macht Spaß. Der hat kaum eine Schuppe. Hast du das echt drin? Bist du da, ich sag, das ist. Petri, Moritz! Danke. Zwei Sinker, zwei 16er, was? Zwei 16er Sinker. Fischig. Ja. Geil. Natürlich meine Empfehlung, wollte ich noch kurz gesagt haben. Stecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Tricks und Tipps. Ja, heute will ich mich mal ein bisschen beschäftigen mit der leidigen Situation am Wasser, der Stromversorgung. Manchmal wird es langweilig, daddelt man ein bisschen viel am Handy, zack, Handy leer. Und viele kennen das Problem von uns Karpfenanglern oder allgemein, wenn man am Wochenende am Wasser ist, irgendwann schießt man seine Grenzen. Ja, wir haben uns da im Endeffekt ganz einfach beholfen. Und zwar sollte jeder besitzen eine einigermaßen gute Powerbank. Die hat jetzt hier 12.000 mAh. Die habe ich mal gekauft vom Discounter. Also ich mit meinem Huawei Mate 10 Pro schaffe hier dreimal komplett aufzuladen.
mit der. Also ich bin top zufrieden mit der. Die hat keine 30 Euro gekostet. Also da gibt es verschiedene Ausführungen, wisst ihr ja selber. Also auf jeden Fall soll er auf jeden Fall eine gute Powerbank haben. So, und wir haben uns überlegt, was ist eigentlich naheliegender, als wenn man beim Angeln ist. Wir nutzen einfach mal die Kraft der Sonne. Es gibt Paneele, die sind riesig. Dann gibt es Paneele für den Campingbedarf, die sind, naja, A3 Größe, 30 Platten. Und ich und Robin, wir haben uns hier entschieden für eine mit 16 Watt. Die kriegt er bei einem großen deutschen Internethandel. Fängt mit A an. Der Rest sage ich nicht, weil ich mache keine Werbung für die. Ja, bei der 16 Watt habt ihr an der Seite zwei Ladeanschlüsse drin. Und David, weil er sagt, okay, ich brauche ein bisschen weniger, ich brauche bloß ein Handy, das reicht mir. Der hat sich die kleinere Version gekauft. Die hat, glaube ich, 9 Watt. Genau, die hat 9 Watt. Und hat nur einen Ladeanschluss. Ausreichen fürs Handyladen, fürs Tabletladen, reicht es vollkommen. Die kleine hier. Es gibt natürlich noch eine ganz große, die von den Abmaßen her sind die alle fast gleich. Das ist nicht allzu viel, was die Größenunterschiede sind, aber halt von der Leistung sind sie unterschiedlich. Für den Normal, der nur sein Handy, Tablet, Kopflampe, bin ich der Meinung, reicht die 9 Watt. Wir haben die 16 Watt, weil da kommt zum Handy noch der Deeper, die Kamera-Akkus, Tablet, ja, kurz zum Feuerschein, ein Haufen Zeug, was man halt so aus Wasser mitschleppt, was man eigentlich gar nicht wirklich braucht, wenn man angeln geht. Aber halt, wenn man Videos dreht, dann braucht man es halt doch. Ich nutze es eigentlich hauptsächlich nur, um meine Powerbank aufzuladen. Ich lade eigentlich alles, was ich so habe, alles über die Powerbank. Und da habe ich mir auch, das habe ich mal beim Discounter für nicht mal 2 Euro oder 2,99 Euro ein USB-Kabel, Ladekabel mit verschiedenen Anschlüssen. Da habe ich ja einmal USB Typ C, was ich für das Huawei-Handy brauche. Dann habe ich hier einmal iPhone. Das ist ein großer USB. Und das andere ist halt der normale kleine USB, wie er für die meisten Handys gängig ist. Oder auch von Deeper. Ja, fragt mich bitte jetzt nicht, weil das ist schon mehrfach auf Amazon, oh, ist ja schon dann doch gesagt, kann man uns anfragen, kannst du das und das beantworten? Dann sind solche da, wie lange braucht mein iPhone 8 zum Laden, wenn es komplett leer ist? Oder wie lange braucht das die Solarplatte mit einer 15.000 mAh Powerbank, um die sie geladen ist? Ich kann es nicht sagen, weil das ist Kraft, nur mit Kraft der Sonne. Mal scheint die Sonne was mehr, mal was weniger. Und auch diese theoretische Annahme, dann sagen wir mal, es ist immer dieselbe Sonnenstärke, ist nicht. Es sind immer verschiedene Laden. Darum, wie gesagt, nutze ich es eigentlich immer so, dass ich damit meine Powerbank auflade und dann alles andere mit der Powerbank laden tue. Es sei denn, ich habe die Ladeplatte gerade mal draußen liegen, habe noch einen Anschluss frei, na gut, dann hänge ich mal noch einen Deeper mit dran oder so. Die Akkus vom Futterboot, denke ich mal, wird es nicht schaffen, definitiv nicht, da ist es zu klein. Aber alles, was jetzt so normale Stromversorgung ist, kriegt er damit locker abgedeckt. Also mehr als das habe ich für die mobile Stromversorgung nicht. Und ich hatte ein einziges Mal in der letzten Saison das Problem, dass ich keinen Strom mehr hatte. Und das war auch bloß daran, dass ich letztes Mal meine Powerbank leer genutscht habe und habe sie nicht wieder aufgeladen. Ansonsten habe ich noch nie Stromprobleme gehabt. Wie gesagt, das reicht vollkommen aus, um das Allgemeine abzudecken. Ich denke, man sollte bei euch auch funktionieren.